Also ich habe jetzt irgendwie einen Automaten A gegeben. Und jetzt gucken wir uns an, was sind denn eigentlich die Äquivalenzklassen bezüglich dieser Äquivalenzrelation? Die Äquivalenzklassen per Definition sind das alle die Elemente V aus Sigma Stern und das U äquivalent ist zu V. Dazu gibt es sozusagen einen Zustand Q, sodass ich nach Verarbeitung von U beginnend vom Startzustand aus in diesem Zustand Q lande. Das heißt, wir können im Prinzip diese Äquivalenzklassen identifizieren mit den Zuständen des Automaten. Wir reden jetzt von deterministischen endlichen Automaten. Das heißt, der Zustand, den wir erreichen, wenn wir U verarbeiten, der ist eindeutig bestimmt. Ja, das ist Grundlage des deterministischen Automaten. Zu jedem U aus Sigma Stern gibt es einen eindeutigen Zustand Q aus K, sodass Delta Stern S0 U gleich Q ist. Das ist überhaupt die Definition der Arbeitsweise eines Automaten. Und das bedeutet ja, in der Äquivalenzklasse sind alle die Elemente, die äquivalent sind zu diesem U. Und für jedes V, was wir da finden, gilt genau das Gleiche. Wenn wir V verarbeiten, ausgehend vom Startzustand, landen wir in genau dem gleichen. Das heißt, wir können eigentlich diese Äquivalenzklassen identifizieren mit den Zuständen des Automaten. Das heißt, zu jeder Äquivalenzklasse gibt es einen Zustand, ja, den ich sozusagen dafür verwenden kann. Wir bezeichnen die jetzt mal als E und ein Q. Das ist die Menge aller Worte. W über unserem Alphabet. Wir wenden den Automaten an, starten im Startzustand, verarbeiten das W und das definieren wir für alle Q aus unserer Zustandsmenge K. Wie viele von diesen Äquivalenzklassen gibt es? Die Frage ist eigentlich nur, gibt es endlich viele oder unendlich viele? Warum gibt es endlich viele? Wir haben sozusagen immer endlich viele Zustände. Ja, diese K, Menge K, die Menge der Zustände ist immer endlich. Von diesen Mengen hier, E und ein Q, gibt es nur endlich viele. Und das sind gerade die Äquivalenzklassen zu dem Zustand Q. Die haben wir gerade hier identifiziert. Das heißt, diese Äquivalenzrelation hat definitiv endlich viele Äquivalenzklassen. Man sagt auch, das Ding hat endlich einen Index, anders ausgedrückt. Die Anzahl der Äquivalenzklassen ist endlich. Weil es nur endlich viele Zustände gibt, kann es auch nur endlich viele Äquivalenzklassen geben.